Und die Reise ins Innere der Trauer, Teil 30. Statt Zitat eine kurze Passage aus folgendem Buch. Die kanadische Originalausgabe heißt Disclosed Chronicles of John Titor II. Auf Deutsch enthüllt die Missionen des John Titor II. Erschienen 2016, auf Deutsch 2017. Daraus Seite 233. Wir leben nicht in der Demokratie, in der wir unserer Vorstellung nach leben. Und es ist auch keine Demokratie, sagte John. Dafür birgt nicht allein Johns Wort. Erst kürzlich, nämlich im Juni 2016, sagte der ehemalige kanadische Verteidigungsminister Paul Hellier das Gleiche, als er im Rahmen der Ausstellung Alien Cosmic Expo in Brantford, Ontario, beim allerersten Treffen der Canadian National Inquiry into Extraterrestrials and UFOs, der kanadischen Ermittlungsorganisation über Außerirdische und UFOs, an einer Diskussion teilnahm. 2005 hatte Hellier der Öffentlichkeit enthüllt, dass Außerirdische nicht nur existieren, sondern sogar zusammen mit einer Gruppe extrem machtvoller Personen der sogenannten Kabale die Welt beherrschen. Damit wurde er zum hochrangigsten ehemaligen Regierungsbeamten der Welt, der dies öffentlich äußerte. Buchzitat Ende. Auf dieser Seite 233 ist auch im oberen Drittel ein Bild von Verteidigungsminister Paul Hellier abgebildet im Anzug. Ich kann nur sagen, ein sehr seriös ausschauender Mann. Weiter in unserem Programm. Während die deutsche Bundeskanzlerin einer betreuten Aufwachphase im Hospitalbereich des NSA Cyborg Übermenschenzentrums nach ihrem traumatisch gefährlichen Abenteuer im Panic Room entgegensieht, kehren wir zurück nach Dalsey, wo Ex-Kanzlerberater Roland Pofalla, und er hatte den verwechselten Besucherausweis jetzt in die Tasche gesteckt, nach zweimaliger Umrundung und äußerlichen Bewunderung für den alten, noblen Mercedes-Benz, jetzt mit leicht flauem Gefühl im Magen, in die automatisch sich öffnende und schließende Hecktür einsteigt. Natürlich handelt es sich um einen hypermodernen und deshalb gerade innen veränderten Nachbau der alten Benz-Automobile aus den 1940ern. Beispielsweise war ein Kofferraum auffällig groß bei diesem Modell vorhanden. Selbstverständlich saß nicht der Führer am Steuer und auch der Beifahrervordersitz war führerfrei. Dass vorne niemand saß, ließ beim Deutschen instinktartig, denn er hatte zu viele Agenten und Science-Fiction-Filme gesehen, ein kurzes Panikgefühl entstehen. Dann beruhigte er sich wieder und riss sich zusammen. Was zum Teufel soll das, Roland? Sprach er innerlich mit sich selbst. Amerika ist nun mal das Land der vollautomatisch sich bewegenden Dinge. Nur keine Furcht. Da
dann setzte sich die Limousine langsam in Bewegung. Sofort meldete sich eine sonore, angenehm männliche Stimme. Guten Tag und hello, Herr Roland Pofalla. Wussten Sie eigentlich, für welchen Gegenstand der weltberühmte Maler Salvador Dali bei Ihnen auf der Erde oben das Codewort Limousine stets gebrauchte und aussprach? Ebenso, guten Tag. Nein, sorry, ich habe nicht die geringste Ahnung. Der Deutsche wunderte sich über den etwas seltsamen Anfang. Dali verwendete Limousine als Bezeichnung für seinen Penis. So? Wirklich? Das wusste ich nicht. Und wissen Sie, was Salvador Dali stets mit Garage in Wahrheit meinte? Der Deutsche schwieg, diesmal verlegen. Nein, Sie antworten nicht? Dann will ich es Ihnen sagen. Wenn Dali von Garage sprach, zum Beispiel, wenn er zu einer hochgewachsenen, schlanken Frau mit knabenhaft kleinem Busen sagte, Pardonnez-moi, Mademoiselle, darf ich meine Limousine heute Abend in Ihrer Garage parken? Dann meinte der weltberühmte Katalan damit Geschlechtsverkehr. Der nicht vorhandene, unsichtbare Fahrer, sicherlich ein Steuerungsspot-Programm, muss Dali Hardcore-Fan sein, dachte Pofalla. So etwas gibt's ja. Ihn verwirrte nur das Lachen. Warum lachen Sie bitte? Was ist daran so lustig? Nach einer kurzen Pause antwortete wieder die Stimme. Weil ich beides nicht mehr habe und folglich nicht mehr machen kann. Bot-Programme konnten und können solches freilich nicht, dachte der Deutsche und schmunzelte, als er sich Bots mit Phallus und beim Coitus Interruptus vorstellte. Was für die Stimme daran lustig war, entzog sich jedenfalls Pofallas Kenntnis. Der Mercedes-Benz Sonderausstattungs-Oldie schnurrte langsam durch die fast leeren Straßen von Dulcie. Hin und wieder waren abgedunkelte, entgegenkommende, speziell modernere Automobile zu sehen. Auch Lastdrohnen flogen vorbei. Es ging langsam auf Abend zu. Keine Verkehrsschilder oder Ampeln existierten hier. Einige seltsam aussehende Wesen standen in Hauseingängen oder hinter Fenstern. Für Pofalla war nicht klar, welche Aufgabe sie in dieser enorm großen unterirdischen Geheimbasis besaßen. Ganz besonders wohltuend empfand der Deutsche beim Blick aus dem Autofenster, dass hier in seiner Realwelt im Gegensatz zu den Filmwelten von Blade Runner Teil 1 und 2 keinerlei flirrende, protzende, blinkende Reklame oder Leuchtwerbung zu sehen war. Nirgends und nirgendwo lockten Ads und dumme Sprüche. Es war alles still. Stille Wasser gründen tief, überlegt Pofalla
Man hat dergleichen hier, zumindest wo ich bisher war, scheinbar nicht nötig. Was Pofalla noch auffiel, keine Tiere waren zu sehen. David Lynch ähnliche Giftzwerge gelten nicht als Tiere. Entweder es gab in Dalsey generell aus Sicherheitsgründen keine Tiere, oder diese wurden kaserniert gehalten, zum Beispiel für Experimentierzwecke. Plötzlich erklang wieder die sonore Stimme. Wussten Sie ferner, dass in Dalsey genetische und chirurgische Experimente stattfinden, wo Menschen und Tiere miteinander verschmolzen werden, zum Beispiel speziell gezüchtete große Hasenköpfe wurden auf Menschenleibe umgepflanzt? Pofalla schluckte kurz und fragte dann, und zu solch Experimenten fahren Sie mich wohl jetzt? Herr, wie heißen Sie bitte? Nein, ich fahre Sie keinesfalls zu so etwas. Seien Sie unbesorgt. Entschuldigen Sie das Missverständnis. Mein Name ist Forrestal. James V. Forrestal. Bitte entschuldigen Sie auch, dass Sie mich nicht in voller Körpergröße vor sich vorn sitzen sehen. Die Taten gewisser früherer Kollegen haben dies verhindert. Dennoch bin ich kein Bot-Sprachprogramm, falls Sie vorhin solches dachten, Herr Pofalla. Dem Deutschen fiel ein Stein vom Herzen. Oh, danke, Herr Forrestal. Ihre klärenden Worte tragen wie gerufen zu meiner Beruhigung bei. Meine Gastgeber teilten mir mit, dass sie mich zum sogenannten Experiment Nummer 2 bringen sollen. Ist das korrekt? Völlig richtig. Es sollte sie zwar ein anderer dorthin bringen, doch ich habe diesen Fahrer abkommandiert, nur um sie zu ihrer persönlichen Einweihung und Sicherheit selber dorthin zu bringen. Wir haben eine längere Fahrt vor uns, denn verzeihen Sie bitte, schnelleres Fahren ist in Dalsey selbst für mich nicht erlaubt. Pofalla dachte still nach. Fahrer abkommandiert, Einweihung, der Ausdruck selbst für mich nicht erlaubt. Sollte es sich bei seinem unsichtbaren Fahrer etwa um ein höheres Tier dieser Geheimbasis handeln? Aber wo steckte diese Person? Manchmal kam es ihm vor, als könne sein Fahrer Gedanken lesen. Wieder ertönte die sonore Stimme. Richten Sie sich bitte ein wenig auf und blicken Sie an der Lehne vorbei, nach vorn unten, auf den Fahrersitz. Jetzt gleich? Fragte der Unwissende, beinahe träge. Er hielt solches für ein Spiel. Jetzt sofort! Plötzlich besaß die Stimme einen ungewohnten Befehlston. Der Deutsche saß bisher auf ebenso weichen Rückpolsterbänken, wie ihn in 1970er Jahren fast ausschließlich nur die französische Autofirma Citroën in ihrem die Königin genannten Modell DS verwendeten.
Farfalla richtete sich mit einiger Mühe auf und lugt nach vorne. Erst jetzt sah er, dass Fahrerkabine und Hinterbereich von einer fast unsichtbaren, spiegelfreien Panzerglasscheibe scheinbar völlig hermetisch und luftdicht abgetrennt waren. Modernste unsichtbare Lautsprecher verteilten die Stimme synchron im Raum. Fast wie in einem Gaswagen, zuckte es durch Pofallas Kopf. Ich käme im Attentatsfall hier nicht mehr lebend heraus. Auch Pofalla wusste nicht, woher solche seine Gedankenblitze stammen. Waren unverarbeitete Urängste, Archetypen oder Schockszenen aus Agentenfilmen und Dokumentationen hier am Werk? Ein ähnlicher, in Kinder- und Jugendtagen immer wiederkehrender Albtraum Pofallas ging wie folgt. Er sah sich musizieren mit Freunden in einem Kellerraum zu Haus, wo ungewöhnlich viele Rohre an den Deckenwänden und seitlicherseits kreuzten. Dies waren Heizungsrohre, Kabelschächte, Strom etc. Plötzlich sah er im Traum aus den Rohren Gas ausströmen. Seinen Freunden gelang gerade noch die Flucht. Bei ihm schlossen sich eiskalt die Türen. Er schrie und erwachte mit klopfendem Herzen. Was der Deutsche jetzt jedoch vorn unten auf dem Fahrersitz wahrnahm, hatte für Nicht-Eingeweihte wie ihn Premium-Geisterbahn-Qualität. Fast überhörte er die Stimme, die »Erschrecken Sie bitte nicht« aussprach. Roland Pofalla sah ein zwei Schuhschachteln hohes, mit rotem Samtvorhang bedecktes, halbkuppelartiges Rundgefäß. Als er hinsah, rollte sich der Vorhang an beiden Seiten automatisch ab. Und da es außen und innen dämmerig zu werden begann, sah er innen ein erleuchtetes, fluoreszierendes, vollständiges Gehirn unter Glas in einer Art Nährlösung schwimmen. Es schaukelte wegen der Fahrbewegung leicht hin und her. Auch nahm er Kabel- und Schlauchverbindungen wahr, wodurch Substanzen in beide Richtungen träufelten. Pofalla sank mit erblasstem Gesicht, wie von einem Stromschlag berührt, ruckartig nach hinten in die federweichen Citroën-Polster. Gleichzeitig ertönte ein Tack, Tack, Tack Alarmgeräusch. Bei Pofallas Hintertür sprang eine größere weiße Papiertüte fast katapultartig heraus und landete direkt auf seinem Schoß. »Achtung! Ihnen wird schlecht! Benutzen Sie die Tüte!« meldete die Stimme, Bruchteile bevor der Deutsche selber es wusste. Pofalla tat wie geheißen. Hektisch riss er die Tüte weit auf und erbrach sich 2 Minuten lang. Dann war der Schock zumindest markenmäßig einigermaßen überstanden. Säuerlicher Geruch breitete sich hinten aus, ein Gebläse ging an und sog den Geruch vollständig auf. »Sehen Sie, wie gut unsere Sensoren arbeiten, Herr Pofalla«,
Bitte schieben Sie die Tüte ins Seitenfach. Dies entleert sich automatisch. Die Stimme wartete eine Weile, bis anzunehmen war, dass es dem Deutschen insgesamt besser ging. Erhielten Sie ein Briefing über die Majestic 12, Herr Pofalla? Nein, doch Verzeihung, wenn ich noch nicht völlig wiederhergestellt bin. Was nur bitte ist Ihnen geschehen? Ich spreche doch mit Ihrem da vorne eben, oder? Sprechen Sie es ruhig aus. Ja, Sie sprechen mit meinem Gehirn. Das ist alles, was von mir äußerlich übrig blieb, nachdem gewisse Kollegen mich aus dem 16. Stockwerk des psychiatrischen Krankenhauses von Bethesda in die Tiefe warfen und behaupteten, ich hätte Selbstmord begangen. Das geschah am 22. Mai 1949. Furchtbar, Herr Forrestal. Wirklich furchtbar. Mein Beileid. Darf ich die Gründe hierfür erfahren? Porfallas generelle Neugier rührte sich wieder. Wenn Zeit dazu ist, später. Dass Sie unser Briefing verpassten, muss ich Sie zunächst einführen in Wichtigeres und Dringlicheres. Ich wurde im Montauk-Forschungszentrum zusammen mit Frau Anne Witzorek von Dr. Pemplebrook zum Thema Montaukstuhl gebrieft. Ah, Pemplebrook, dieser Macht- und Pornogeile Gauner. Hören Sie diese erste meine Warnung. Pemplebrook hat meine Position im Geheimen bei den Majestic 12 übernommen, während er offiziell noch tut, als sei er der Chef des Montauk Resorts. Wer aber sind denn diese Majestic 12? Fragte der Deutsche nach, und er beweist damit eine alte deutsche Tugend, Wissbegier. Es handelt sich um die allerhöchste Geheimregierung der USA und somit der ganzen Welt. Auch ich war bis vor kurzem eines dieser höchsten Mitglieder und wurde dort The Brain genannt. Aber ich sah mich gezwungen, aus diesem Gremium zu desertieren. Und das hat auch mit Ihrer Bundeskanzlerin, die länger oben im White House zu Besuch ist, zu tun. Mit meiner Ex-Chefin, Kanzlerin Merkel, sagen Sie? Ja, so eine Überraschung. Wie geht es ihr? Was ist in der Zwischenzeit geschehen? Frau Dr. Merkel, geht es den Umständen entsprechend? Sie befindet sich zurzeit noch im Krankenbereich des NSA Cyborg Übermenschenzentrums. In einem Hospital? Um Himmels Willen, was ist geschehen? Hat sich Frau Dr. Merkel endlich einer Schönheitsoperation unterzogen? Nichts dergleichen. Unterlassen Sie die Scherze. Frau Merkel wurde von einem Doppelgänger-Cyborg mit Namen Angela Kassner
bedrängt, verfolgt und schließlich fast festgenommen und besiegt, wenn nicht ihre Ohnmacht sie hierbei gerettet hätte. Momentan unterzieht sie sich einem Rekonvaleszenzprogramm und hofft, sie bald nach bestanden haben ihrer Tests und Experimente wieder oben im White House begrüßen zu können. Da bin ich aber beruhigt, dass es ihr bald wieder besser geht. Bitte grüßen Sie sie von mir. Pardon. The Brain gab keine Antwort. Gleichmäßig langsam schnurrte der Benz durch die abendlicher werdenden Straßen von Dalcy. Pofalla nutzte die Pause, er dachte nach, was wohl die anderen hier erlebt hatten, wie mochte es wohl an die Witze weggehen, wohin war sie entschwunden. Dieser Deutsche hatte, wie üblich bei den Deutschen, keine Ahnung. Schließlich fasste sich Pofalla ein Herz und fragte: Ich bitte für meine Neugier um Entschuldigung, Mr. Forrestal. Doch wie gelingt es Ihnen, in diesem, nun Verzeihung, Glaskasten sich am Leben zu erhalten? Nach der erfolgten und beinahe geglückten Ermordung meiner Person. Und was denken Sie, was nach freiem Fall aus einem 16. Stockwerk von Ihnen, Herr Pofalla, noch übrig ist? Retteten Freunde, die Agentenzugang besaßen, wenigstens mein kostbarstes, das Gehirn. In einem geheimen Forschungslabor wurde mir mittels bereits vollzogenem Fortschritt in dieser Technologie, in diesem bruchsicheren Glaskubus samt Nährlösung, Elektronik und Nanofunkübermittlung zumindest das Überleben meines Geistes geschenkt. Wo jener meine Existenz sichernde der Zentralcomputer sich befindet, bleibt ein Geheimnis. Trotz meiner, sagen wir, Einschränkung, gehörte ich bis vor kurzem dem mächtigsten Geheimgremium der Welt, den Majestic 12, die auch die Erschaffer der Matrix sind, an. Alle sie tragen einen schwarz besteinten Ring in Goldfassung an der Hand, ein Ring, der für nähere Beobachter wie ein kleines Funkgerät mit Minidisplay aussieht. Doch der Eindruck täuscht. In Wahrheit handelt es sich um eine gefährliche, fast universell einsetzbare Geheimwaffe. Dieser Ring kann die Matrix verändern. Es ist gleichzeitig ein Quantencomputer. Weshalb erzählen Sie mir das alles, Mr. Forrestal? Doch ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. The Brains Antwort erfolgt prompt. Weil Sie in Gefahr sind. Deshalb erzähle ich es Ihnen. Sie und Ihre ganze Besuchergruppe sind in Gefahr, Herr Pofalla. Plötzlich dachte der Deutsche an Larry Brand Gruselkrimis, an seichtere Jerry Cotton-Hefte sowie an den Satz: Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen, Inspektor. Und an: Harry, fahr schon mal den Wagen vor. All dies zusammengedacht in wenigen Sekunden verführte den sich für klug haltenden Ex-Berater der Kanzlerin, Roland Pofalla, zu einem prustenden Lachen. Diesmal war es The Brain,
der überrascht schien. Wer genau hinsah, konnte eine Art Zucken des Gehirns in der Nährlösung entdecken. Ein durchrüttelndes Zucken, das nicht vom Fahrverlauf her stammte. Warum lachen Sie? Das werde ich Ihnen sagen, Mr. Forrestal. Der Deutsche schien etwas auftrumpfen zu wollen. Sie sagen, ich oder wir seien in Gefahr, richtig? Ganz urplötzlich und auf einmal? Aha. Sie sagten ferner, Mr. Dottore Pemplebrook, der oben das Briefing übernahm, der mich hier unten in Dalcy einführte, der mir und Frau Wizorek sehr freundlich gegenübertrat, der mir bzw. uns oben im Forschungszentrum, obwohl wir nur Gäste eines anderen Landes sind, uns Top-Secret-Geheimnisse anvertraute, der zusammen mit der entzückend sexy auftretenden Miss Condoleezza Rice, warum soll ich das Ihnen verheimlichen? Verzeihung, Mr. Payne, Mr. Brain, sogar geheime erotische Freuden angedienen ließ, die meine etwas, nun ja, verklemmten Gender-Reisepartnerin halfen, sexuell und erotisch freier und sexier und selbstbewusster zu werden. Warum nennen Sie also den guten Mensch Snafu Pemplebrook einen Gauner? Eine gefährlich lange Pause trat ein. Kein Wort klang durch die unsichtbaren Lautsprecher. Keine Reaktion erfolgte. The Brain schien mit solch Antwort nicht gerechnet zu haben. Unwillkürlich schaut der Deutsche direkt nach oben zur Fahrzeuginnendecke. Konnte diese eventuell explosionsartig abgesprengt werden? Schoss Pofalla in 2 Sekunden unfreiwillig wegen Beleidigung oder Verärgerung des Chauffeurs, der überdies behindert war, via Schleudersitz 200 Meter kerzengerade in die Abendhimmeldunkelheit von Dalcy? Doch vorerst geschah nichts. Hatte es der Fahrgast übertrieben? In gewissem Sinn steuerte ein Schwerstbehinderter diesen Wagen, so dachte Pofalla. Plötzlich ertönt aufs freundlichste Brains sonor männliche, ja fast unschuldige Stimme. Mr. Pofalla, wollen Sie eine Zigarre rauchen? Bitte bedienen Sie sich. Ich versichere Ihnen, das Gebläse in diesem Mercedes-Benz, der übrigens zu Ehren Ihres Heimatlandes Sie abholt, funktioniert. Roland Pesa, wie exakt hinter dem Fahrersitz eine edle, bereits abgezwickte, sicherlich sehr teure Zigarre auf einer Laufschiene, die auch als Aschenbecher diente, samt den guten alten überlangen Zündhölzern herausrollt. Eigentlich oben auf der Erde Nichtraucher, denkt der Deutsche jetzt, warum nicht? Eine Ablehnung fasst mein Fahrer vielleicht als Beleidigung auf. So let's smoke, zumindest ein wenig. Pofalla streift das Qualitätsband ab, worauf Monte Dalcy steht,
Ah, von hier unten, sieh an. Es riecht kurzgenießerisch nach gutem Tabak. Und schon zündet er die Zigarre an. Roland Pofalla möchte nach dem dritten Zug eingenebelt in die dezente Autoinnenbeleuchtung, zeigt es an. Seltsamerweise grüne statt bläuliche Rauchwolken. Er möchte also ein lautes Danke nach vorn durch die hermetisch verschlossene Glaswand rufen. Doch dazu kommt er nicht mehr, denn dies hier geschah. Wie gewisse Vulkane völlig überraschend von oben ins Tal herabschießende, gewitterwolkenartige Rauch- und Aschegebirge rasend schnell nach unten walzen, exakt so drangen aus der Monte Dalsi fast explosionsartig giftgrüne, immer mehr und schneller das Sichtfeld raubende Dampfgebirge. Pofalla schrie vor Überraschung auf. Er prustete und hustete. Noch sah er einen Teich der Vorderkabine. Hilfe! Was ist das? Entfuhr es ihm schreiend. Gleich danach keuchte und gurgelte der Zigarrenliebhaber. Die Zigarre fiel auf den Boden. Sie fauchte jetzt fast wie eine Tränengasgranate. Das Gebläse sprang zwar wie versprochen, schraubte sich aber sofort mit entsetzlich schrillem Klang auf die höchste Stufe und statt einzusaugen, bläst es die grünen Wolken in der hinteren Mitfahrkabine in lustigen Wirbeln umher. Schon konnte der Deutsche, ähnlich wie in einer 150 Grad heißen Sauna mit zehnfachem Aufguss, nichts mehr erkennen. Pofallas Augen tränten. Ihm wurde schwindlig. Er keuchte, krächzte, fasste sich an den Hals. War das schon das Ende? Als er die sonore Stimme wieder hörte. Pofalla, der Halcyonisator, drücken Sie ihn zweimal, sofort. Der Deutsche löste seine vornübergebeugte Krampfhaltung, kramte, ohne im grünen Nebel irgendetwas zu sehen, in der Tasche. Endlich packte er den Halcyonisator nach außen und drückte schnell zweimal auf den Hauptknopf. Sofort dreht das Gebläse um und saugt ein. Die Zigarre erlischt. Zwei automatische Fenster öffnen, die giftgrünen Dämpfe entweichen in die Abendluft. Pofalla blickt mit tränenden, halb verklebten Augen durch die Rückfenster der Limousine. Täuschte er sich? Mittlerweile war es Nacht. Sah Dalsis künstlicher Sternenhimmel mit manch stellaren Leuchtdiamanten, nicht wie die fiebrigen Sternwirbel und Wolkengirlanden auf Vincent van Goghs weltberühmtem Gemälde Die Sternennacht aus? Der Deutsche stieß immer noch einige Huste hervor. Die Fenster schlossen vollautomatisch, der Zauberstab wanderte zurück in seine Hosentasche. Die Zigarre hatte sich komplett in Rauch aufgelöst. Dustification lautet das Fachwort. Zum Teufel, Mr. Forrestal! Was für ein Nebelkerzendreck haben Sie mir da angeboten? Wollen Sie mich vergiften? Ich wäre beinahe draufgegangen, Mann. Schön, dass Sie noch unter den Lebenden waren, Herr Pofalla. Welcome back, Monsieur. Zum Teufel, was sollte das? War das ein Gasangriff?
Haben Sie bemerkt, wie wichtig es bei diesem Notfall war, für Sie herauszufinden, ob Ihr Hallikonisator echt ist oder ob er nur einem falschen Hilfe nur vortäuschendem Gaune entspricht? Was genau meinen Sie damit? Wunderte sich Pofalla. Ist das so schwer zu verstehen? Kommen Sie nicht aus dem Land der Denker und Dichter? Was ich meine ist, war es nicht überlebensnotwendig, bei diesem Test, und das war noch nicht Experiment Nummer 2, Herr Pofalla, herauszufinden und abzuklären, ist mein Halkionisator echt und hilfreich oder stattdessen falsch, wirkungslos und verlogen? Jetzt verstehe ich. Ja, mit zweiterem wäre ich vermutlich nicht mehr am Leben. Also hat der technische Wunderstab, und wie er funktioniert, weiß ich gar nicht, sich als echt und wahr und glaubhaft erwiesen. Ist es das, was Sie mir beibringen wollten, Mr. Forrestal? Sie kommen in die Spur, bravo. Und wenn ich Ihnen nun sage, dass es von noch viel entscheidender Bedeutung für Sie ist, herauszufinden, ob Ihr geliebter Dr. Pemblebrook oder Frau Condoleezza Rice in Wahrheit überhaupt Menschen sind, oder vielleicht etwas ganz anderes, was sagen Sie dann, Mr. Pofalla? Der Deutsche schwieg einen Augenblick betreten. Er überdachte die Andeutungen. Er erinnerte sich an die Anspielungen von Chomsky und Hirsch, die ihm mitteilten, dass beide oben auf der Erde durch harmlose Doppelgänger ersetzt waren. Hätten sie diesem Befehl nicht zugestimmt, würden die zwei sicherlich längst verunfallt sein. Plötzlich wurde die bisher straßenmäßig ruhig verlaufende Autofahrt jäh unterbrochen. Ein gelber Blitz zuckte von oben außen herab, traf den Frontkühler, erzeugte eine immense Spannung plus Funkenflug und versetzte der Limousine einen harten Stoß. Der Tonfall der bisher so ruhig verlaufenden Stimme änderte sich sofort. Achtung! Feindberührung! Pofalla zuckte zusammen, als er außen, teils von vorn Scheinwerfern kurz erhellt, zwei Schatten vorbeifliegen sah. Verdammt, Monsieur, wir werden angegriffen. Wie ich erkenne, durch elektronische Datenauswertung handelt es sich. Vorsicht, Befaller! Achtung! Es rumpste und blitzte erneut. Alle Insassen wurden kurz durchgeschüttelt. Befaller fühlte Schweiß ausbrechen. Keine Sorge, dieses Automobil hat Spezialpanzerung. Trotzdem sind diese Angreifer bei Nacht gefährlich. Nach meiner Computeranalyse handelt es sich... Achtung, Pofalla! Festhalten! Zwei neue Blitze trafen zischend und flirrend die Frontwindschutzscheibe. Sie hielt stand. Es krachte außen am Auto gewaltig. Pofalla wurde durchgerüttelt und wieder eine Hautstufe blasser. Das reicht! The Brain stoppte den Mercedes-Benz. Es handelt sich um extraterrestrische Raublebewesen vom Sternensystem Vega. Sie haben ihre humanoiden Tarnkörper abgelegt. In letzteren sehen sie fast wie normale Menschen aus, nur etwas zerknitterter. So ähnlich wie FBI-Agenten auf der Erde in 1940er Jahren. Sie haben meist einen verkrüppelten,
kleinen Finger. Fehlerprodukt einer zu schnellen Transformation. Sie besitzen in Menschentarnform an Sanduhren erinnernde kleine Hypnosekristalle mit enormer Mind-Control-Wirkung. Schon deshalb sind sie für unsere Forscher in Dalsy hochinteressant. Von der Metamorphose und Lebenddrohnen-Einsatzmöglichkeit sowie von ihren Flugfähigkeiten ganz zu schweigen. Wenn sie von Kugeln getroffen werden, verglühen sie innerhalb von 10 Sekunden. Leider sind sie in diesem Originalzustand oft tödliche Angreifer und gefährlich. Noch gefährlicher ist, wenn irgendwer ihnen in Insektenform zu nahe kommt. Einmal von ihrem Wächterspion QX erspäht und gebissen, obwohl nicht giftig, das kodiert sie für immer auf des bedauernswerten Opfers Spur. Nun ist alles klar, dachte Pofalla im Stillen. Elaine und Eleanor lassen grüßen. Verdammt! Wenn das Roy Thinnes, alias David Vincent, nur erleben könnte. Doch für Filmserien philosophische Sentimentalreminiszenzen blieb fast keine Zeit. Es krachte ein viertes Mal so stark, dass das gepanzerte Automobil auf der getroffenen rechten Seite durch die Erschütterung sich um einige Zentimeter anhob und dann wieder mächtig zu Boden sackte. Der nächtliche Angriff fand außerhalb der Wohnsiedlung Nummer 1 auf steppenähnlichem Flachgebiet statt. Nirgendwo bot sie Schutz. Stünde hier eins dieser dämlichen Google-Eierform-Lachnummern, was sich hybrishaft Auto schimpft, und vor unausgereifter Chassis-Geschmacklosigkeit nur so strotzt, dann würden diese Eier, egal wie viele hier aufführen, schon längst von Elaine und Eleanor zu einem schmackhaften, extraterrestrischen Invasion von der Vega-Menü zerstampft worden sein. Mit Dessert aus fein ziselierter Menscheneiscreme, benannt Human Being Split, dargereicht natürlich mit The Invaders Waffeln. Und als Getränk für unsere sympathischen Freunde aus dem Vega-Sternensystem, war nicht eventuell Van Gogh einer von denen, einen Terra Expresso aus humanoiden Gehirnsaftbohnen mit Roy Thinnes Konterfeiplätzchen. Bon Appetit! Nachdem der gepanzerte Mercedes-Benz einen neuerlichen Volltreffer, der mit Unappropriate Behavior ausgestatteten, frech außen herum segelnden Raublibellen sich einfing, wiederholte sie Brain Sonic. As I said, enough is enough. Look, Roland Pofalla, how we get them. Sie fangen, überlegte der Deutsche, beziehungsweise mit denen fertig werden? Wie soll solches geschehen? Dies Gehirn in Nährlösung kann unmöglich heraus aus dem Glasbehälter. Wie sollte The Brain ernsthaft mit solch wendigen, feuerstarken Aggressoren und Luftakrobaten fertig werden? Doch Roland Pofalla staunt aufrichtig, als er Folgendes sah. Aus der Seitenwand vom Unterbau und Steuerungselement
von Brains Glaskubus schob sich ein kleiner, aufklappbarer HD-Projektor hervor. Ein Surren ertönt, ein circa 1 Meter großes Hologrammbild, das in Echtstruktur zur Lebzeit so aussehenden ersten Verteidigungsminister der USA erschien. Es war niemand anderes als Admiral James V. Forrestal himself. In schmucke US Navy Uniform gekleidet, geschmeidig, beweglich, in perfekt farbiger, doch überwiegend bläulich gehaltenem 3D-Bild. Noch sprach er ohne Ton. In der Projektion trug er Admiralsmütze und Orden. Forrestal ähnelte äußerlich einer Mischung aus Clark Gable und Errol Flynn. Drin wie Flynn hieß sein beliebter Werbesatz in den 1930ern und 40ern in den Staaten. Also, The Brain war, trotz zuletzt schwerem Schicksal, during end of lifetime, a cool looking military cat, who made it up to the highest ranks of whatever US military career you can possibly think of. Es wird übrigens James V. Forrestal bei Wikipedia nachgesagt, dass er tatsächlich der Gründer der hochgeheimnisvollen Majestic 12 ist, die, wie jeder nach Recherche jetzt herausgefunden hat, wirklich existieren. Wenn eine solch in höchste Geheimnisse instruierte Person sich entschließt, dem amerikanischen Volk und der Welt gegenüber mitzuteilen und auszupacken, was beispielsweise bei der Top-Secret-Mission Hi-Jump in der Antarktis einst entdeckt wurde, bitte Hi-Jump mal googeln, dann kann solchen tragischerweise nur noch ein Werfen aus dem 16. Krankenhausstock beinahe zum Schweigen bringen. Aber eben nur beinahe, erklang wieder The Brains sonor männliche Stimme von irgendwo hier im Raum. Unsere Flugaggressoren legen gerade eine Pause ein. Meine Daten zeigen, dass sie weiter im Nachthimmel in größerer Höhe kreisen. Die Erfahrung besagt, dies ist besonders gefährlich. Gelingt es ihnen, weitere ihrer Art zum völlig gleichzeitigen Angriff auf unser Automobil zu organisieren, dann sind wir bereits bei 4 simultan stattfindenden Attacken trotz unserer Panzerung erledigt. Verfaller, dies ist kein Vorwurf, beileibe nicht. Oder soll ich besser sagen, bei Gehirne nicht. Sie sind neu hier und Sie kennen die Bisse der QX-Zweige nicht, völlig verständlich. Nur Tatsache bleibt, Sie wissen jetzt, wem wir diese Angriffe zu verdanken haben. Sie sprachen selber davon, bei ihren Gastgebern, die sie auch verarztet haben. Ich habe alles mitbekommen. Zum Teufel auch, Mr. Forrestal. Warum wurde ich angelogen? Echauffierte der Deutsche sich urplötzlich. Beim Betreten von Dursey versicherten mir Dottore Pemplebrook und Miss Rice eindeutig, und ich erinnere mich genau, dass ich bitte nicht abgehört werde, verdammt nochmal. Maschinen. Sie vertrauten Maschinen. Begreifen Sie jetzt endlich, Mr. Pofalla, dass Sie Cyborg-Maschinen nicht trauen dürfen.
speziell bei Essentiellem. Ich gehöre bzw. gehörte zu den allerhöchsten geheimen Herrschern der Welt, den Majestic 12. Begreifen Sie jetzt meinen Rang, Profaller? Ich desertierte, um Sie und die Menschheit zu retten. Diese Mitglieder dürfen alles und jedes. Begreifen Sie? Nach gelungener Teilversklavung. Lesen Sie oben die Schlagzeilen auf der Erde. Wollen diese 11 nun die totalitäre Komplettversklavung der Restmenschheit, der nur scheinbar noch Freien, durch die Terminatoren, Replikanten, Anunnaki, Satane, Cyborgs, Botnets, Razorbacks und Maschinen. Verstehen Sie das endlich, Mr. Profaller? Nur an der Stimmmodulation war zu hören, dass Profaller Angst hatte und grübelte. Roland Profaller war hinten umso härter in sich zusammengezogen. Was er eben von The Brain vernommen hatte, erschütterte ihn in Wahrheit zutiefst. Dies war keine Horror-Picture-Show. Keine Sekunde zweifelte er an der Wahrheit von Brains Worten. Angstschauer rieselten über seinen Rücken. Im Innern wechselten sich Panikattacken mit Gefühlen des Verlassenseins und des Untergangs des berühmten Käfers Gregor Samsa in erschreckendem, von ihm selber nicht mehr kontrollier- oder steuerbaren Wechsel gnadenlos ihn immer weiter runterziehend ab. Gleichzeitig stiegen, keiner wusste woher, apokalyptische Wollust-Armageddon-Fantasien völlig ungewollt, unpassend und im schlimmstmöglichen Augenblick in ihm unabschüttelbar auf. Wir ersparen uns dazu, wie jeder verstehen kann, weitere Details. Urplötzlich schaltete die 3D-Hologrammprojektion von James V. Forrestal, seine virtuelle Lebensfigur aus besten Jahren, die bisher ohne Ton langsam in einer Art Endlosschleife auf dem vorderen Beifahrersitz um sich selbst gekreist ist, zwecks bedrohlicher Alarmmeldung eigenständig ihren Ton plus Sprachvermögen an. Die 3D-Projektion sprach zunächst mit sich selbst. Achtung, The Brain, neuer Feindangriff in 27,938 Sekunden, auf 2 Uhr, auf 6 Uhr und 2 Angriffe frontal auf 12. Höchste Alarmstufe, Vernichtung droht, Chassispanzerung nicht ausreichend. Erbitte Blitzstart auf Freiplattform Autodeck mit Neutronenwaffe, schnell, noch 21,207 Sekunden. The Brain reagiert vorbildhaft schnell. Achtung, James! Blitzstart in 3 Sekunden. Neutronentorpedos 12 Stück feuerbereit. Good luck, my friend. Ignition. 2, 1, fire. Ein Alarmhorn kreischt auf. James V. Forrestals Holoprojektion glüht dramatisch auf. In Feuerrot. Und schießt ähnlich den alles durchdringenden Geisterteilchen, den Neutrinos, torpedohaft schnell, aber um ein Vielfaches außen in der Nacht größer geworden ist, auf einen blauen Strahl senkrecht über dem Automobil in die Höhe. Fast im selben Moment erleuchten 4 gleißend grelle Lichtblitze den halben Nachthimmel für einen Sekundenbruchteil
Takel. Wie auf Erden, wenn oben das Sommergewitter genau über einem mit den schlimmsten Blitzen zuschlägt. Doch Neutronenauslöschattacken erzeugen keinerlei Donner. Das dramatische Lichtspektakel geschah rein visuell. Keine 2 Minuten später sank die riesenhaft große Holoprojektion des Admirals wieder in sich zusammen, gleitet geisterhaft durchs geschlossene Autodach und nimmt wieder in selbiger 1-Meter-Größe wie vorher seinen bläulich leuchtenden Platz auf dem Vordersitz ein. Melde Vollzug. 4 Raublibellen aus dem Vega-Standsystem erfolgreich neutralisiert. Alles okay, mein lieber Brain. Guten Abend, Herr Pofaller. James V. Forrestal war mein Name bei Lebzeit auf Erden. Sie können aufatmen. Die Gefahr ist vorüber. Nur an der Stimmmodulation war zu hören, wie Sir Brain sich über die gelungene Verteidigungsaktion seines jüngeren Alter Egos James freute. Gut gemacht, mein Junge. Du hast uns wieder mal gerettet. Wir besitzen eben denselben Genpool. Möchtest du noch eine Weile bei uns bleiben, James? Sehr gern. Auch ich möchte mich herzlich bedanken, Mr. Forrestal, beeilte der Deutsche sich mitzuteilen. You are welcome. Verteidigung und Abwehr von Attacken gehört zu meinem militärischen Grundrepertoire, Herr Pofaller. The Brain startete den Motor, bald schnürte der Benz wieder ruhig und nahezu unbeschädigt durch die Nacht. Sie werden hungrig sein, Mr. Pofaller, nicht wahr? Sie sehen auf Ihrer Armlehne 5 kleine Menütasten mit Bilderauswahl. Bitte wählen Sie sich ein Dinner aus, was Ihnen schmeckt. Auch Getränke sind natürlich dabei. Guten Appetit. Der Deutsche verspürte nach all solch Extraordinärem in der Tat seinen knurrenden Magen. Pofaller wählte Bœuf Stroganoff mit Rahmkartoffeln auf Petersilie samt Prinzessböhnchen und eine kleine Flasche gut gekühlten Moët Chandon. Alles mundete ihm in Anbetracht der eingeschränkteren Umstände bestens. Der Deutsche verzehrt soeben sein köstliches Dessert. Cranberry Ice Cream with Cinnamon Cookies. Als ihm eine vergessene Frage, die er vorhatte, schon einige Zeit früher zu stellen, wieder einfiel. Waren Sie mit unserer mobilen, computergesteuerten Küche zufrieden? Nach all der Aufregung, Mr. Pofaller? Oh, ganz ausgezeichnet. Besten Dank, Mr. Brain. Wenn ich könnte, würde ich Sie weiterempfehlen. Ein kurzes Lachen des Angesprochenen und seiner Holoprojektion James V. Forrestal, die beide dieselben waren, aber unterschiedlich lachten, waren die Folge. Dann versicherte Pofaller, Mr. Brain, die Enttäuschung über Dottore Pemplebrook tut mir aufrichtig leid. Das muss es nicht. Was können Sie dafür, dass dieser Kerl in die Majestic 12 aufgestiegen ist? Dass er sich für Kubricks Dr. Seltsam in Reininkarnation hält und dass er Ihnen, Herr Pofaller, nur einen Anfangsteil des viel umfassenderen Briefings hat zukommen lassen. Mr. Brain, letzteres interessiert mich sehr. Könnten Sie mir bitte verraten, wie das Briefing weitergeht? Ich verspreche, all dies für mich zu behalten. Nun, wie wär's? Brain
zögert einen Moment. Berechtigt dazu sind Sie, sonst wären Sie definitiv nicht hier. James, unser Gast wurde kürzlich oben im Montagroom circa eine Stunde gebrieft. Könntest du bitte, ehe du uns verlässt, mit dem Montag-Briefing für unseren wissbegierigen Herrn aus Germany ein wenig fortfahren? Das Hologramm 3D Younger Ego nickt, wendet sich um zum Deutschen und spricht. Herr Pofalla, dieser Gauner Pempelbrook ist, wie Sie jetzt wissen, kein Humanoid, sondern eine mit Hypnose, Erotik und Versklavungsfähigkeiten ausgestattete Maschine. Eine Maschine, die groteskerweise mit einem I Like Lyric Chip ausgestattet ist und die einen alljährlichen Lyric-Wettbewerb mit entsetzlichen Folgen für die meisten Teilnehmer abhält. Er ist jemand, der, wenn die Gelegenheit günstig, alles eidechst, was nicht bei Dry auf den Bäumen ist, okay? The Brain unterbricht ihn. James, dir ist, sorry, ein Fehler unterlaufen. Und der wäre bitte mein alter Ego? Mein Zentralcomputer Wattspeicher meldet, es muss nicht eidechst, sondern der alles vögelt, was nicht bei Dry auf den Bäumen ist, heißen. Na gut, danke dann an mein eigenes, wenn auch älteres Ich. Es muss Absicht sein, Mr. Pofalla, dass Ihr Briefing nur den ersten Teil enthielt. Sie sollen weiterhin uninformiert bleiben. Pofalla war satt, aber weiter neugierig. Er sprach: Bitte setzen Sie doch hier das Briefing fort, Mr. Forrestal. Zumindest bitte einen weiteren Teil, wenn's geht. Ich bitte darum. Mr. Pofalla, ich und The Brain, der wir dasselbe sind, wie Sie wissen, können Ihnen nur eine kurze Einführung in besagten Teil 2 des Briefings aus dem Stegreif geben. Dieser Cyborg, der Leiter des Montauk-Forschungszentrums ist, hat hierbei die allumfassendere Übersicht, so Pembrook, dieser Gauner Sie ihn überhaupt je verrät. Der Deutsche sinkt tiefer in die samtweichen Autorückbankpolster, träge vom opulenten Mahl samt Dessert und der Gelehrten halb mit der Flasche Champagner. Jetzt schließen sich zur Hälfte seine Augen. Es ist deutlich für Außenstehende zu sehen, dass Experiment Applikant Nummer 2 bereits mit Sekundenschlaf kämpft. Gleichmäßig schnurrt die Limousine durch ein bewaldetes Gebiet. Dennoch, flüstert er, dann sagen Sie doch bitte, was Sie wissen. Gut, ich erfülle Ihren Wunsch. Hören Sie, es gab damals Überlebende gewisser Montauk-Experimente. Sie wurden die Montauk-Boys genannt. Al Bielik, Duncan Cameron gehörte dazu, sowie ein gewisser Andy Pirov. Dieser Andy Pirov trat 1989 an die Öffentlichkeit. Er war Opfer traumabasierter Mind-Control-Experimente. Auch ihm wurde danach das Gedächtnis gelöscht. Bei Pirov kehrten jedoch die Erinnerungen zurück.
Er wurde mit Elektroschocks gefoltert, um umprogrammiert zu werden. Laut Andy Pirov gibt es Mind-Control-Folteranlagen überall in den USA. Nach einer fehlgeschlagenen Jose Silva Mind-Control-Methode sollte der IQ gesteigert werden und der Proband, besser das Opfer, besondere Kraft erlangen. Solches beruhte beispielsweise auf dem Absenken der Gehirnwellen von 7 auf 10 Hertz, Alphawellen. Auch die sogenannte ESP-Methode zur Erlangung übersinnlicher Wahrnehmungen mit dem Ziel, den perfekten Manchurian Candidate zu erschaffen, mittels Spaltung seines Verstandes, wurde jahrelang mit teils grausamsten Folgen getestet und versucht. Die aufgespaltenen Verstandteile wurden einzeln programmiert, zwecks des Versuchs zur Erlangung übermenschlicher Fähigkeiten. Deshalb heißt die Stätte oben auch heute noch NSA Cyborg Übermenschenzentrum. Alle Emotionen und Gefühle werden unterbrochen und es werden neue eingeführt, um jegliche Angst zu entfernen. Man wird programmiert, nicht mehr zu denken. Die Codenamen dieser Programme waren Monarch, MK Ultra, Montauk, Phoenix etc. Viele hochrangige Nazis wurden direkt nach dem Krieg wegen ihrer teils satanisch ungehemmten, an keine Moral gebundenen Nazi-Wissens direkt in die USA gebracht. Manche und deren Nachfolger arbeiten bis heute und mehr denn je an der Menschkontrolle. Die Edward Snowden-Akten enthalten noch viel Dunkles und Grausames. Man zwang Pyro zum Beispiel in geschlossene Wassertanks zu steigen. Die Montauk Boys wurden Kuriere, Attentäter, Killer, Superagenten und psychologische Mörder. Die Frauen wurden Sexagentinnen. Hören Sie eigentlich noch zu? Pofallas Augen waren zugefallen. Jetzt öffneten sie sich wieder zur Hälfte. Uah, ja, doch, so einigermaßen. Danke. Eine Frage habe ich hierzu. Wenn the brain, also Sie, vorhin sagten, man dürfe Cyborgs und Maschinen nicht trauen, was sind dann bitte Sie selbst? Und schon fielen des deutschen Augen wieder zu. Diesmal fest und dauerhaft. Wie gut, dass Pofalla folgende Reaktion der Maschinen nicht mehr vernahm.